Hallöchen, ihr Lieben. Es geht weiter bei Neu mit Enrique Iglesias und Can You Hear Me? So heißt der offizielle EM-Song. Und das ist wirklich der offizielle. Es gibt ja viele Leute, die EM-Songs machen. Heute hatten wir zum Beispiel den Elton. Aber der Enrique, der macht den offiziellen, tritt damit natürlich auch beim großen Finale in Wien auf. Und es ist gar nicht so schmusig, wie man das von ihm sonst kennt. Sonst ist er immer so ein bisschen schmusig und tralala und tüdelüt. Aber diesmal macht er so richtig ordentliche Popmusik, ist auch selber am Tanzen. Aber eigentlich, wie immer, schwer verliebt in sein Mikrofon. Ich finde, das ist immer so ein ganz, ganz schnuckeliges Verhältnis. Der Enrique und sein Mikro, das ist so wie mit manchen Frauen und bestimmten Dingen, die auch so aussehen wie Mikro, aber kein Mikro. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist der Enrique sehr vernarrt in sein Mikrofon und ist da auch fast am Knutschen mit dem Teil. Aber er macht es nicht und ist schick und poppig, wie immer. Hier ist er, Enrique Iglesias. Und nun habe ich was für euch von Alanis Morissette, das heißt Underneath. Und das Video wird eröffnet von einem Herz. Ja, wirklich, ein richtiges Herz. Das sieht sowas von echt aus, dass es auch irgendwann echt wird. Aber die ersten Szenen sind natürlich nicht echt, weil sie liegt in diesem Herz und liegt da so auf einem Bett. Und das ist alles so ganz in Rot natürlich gehüllt. Aber es ist wirklich richtig schöne Musikvideokunst, nicht so wie bei Elton. Und da liegt sie dann drin, irgendwann hüpft sie da raus und läuft dann so durch die Straßen, verteilt irgendwelche Flyer. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also die Pause von einigen Jährchen hat ihr richtig gut getan. Und wo Alanis draufsteht, ist ja auch immer Erfolg drin. Und deswegen schauen wir da doch mal rein. Hier ist Frau Morissette. Und jetzt machen wir weiter mit der Emilia und I Won't Cry. Und ihr denkt, Emilia, den Namen kenne ich doch von irgendwoher. Das ist genau die, wo wir vor 10 Jahren alle mitgesungen haben. I'm a big, big girl in a big, big world und so weiter. Die Lady aus Schweden hatte wirklich vor 10 Jahren einen mega Monster-Europa-Hit. Der wurde wirklich überall rauf und runter gespielt. Und dann kam erstmal lange gar nichts, also wirklich sehr lange, bis dann Arabella um die Ecke geschossen kam mit ihrer Comeback-Show in der Hand. Und da hat dann Emilia mitgemacht, so neben Leuten wie zum Beispiel so Coolio oder ein Drittel von Tic-Tac-Toe. Und das lief dann ja so la-la, suppi-suppi. Und auf einmal war dann wieder ganz lange nichts. Und jetzt ist sie wieder da, die Emilia. Tata. So Leute, noch eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit Nio Dima Bilan, der Eurovision Song Contest Gewinner aus Russland. Und der kleine Hai. Boah, bis gleich. Viva, nur mit dir. Echten Geschmack gibt's auch ohne Zucker. Sprite Zero, Fanta Zero und Mezzomix Zero. Echter Geschmack und Zero Zucker. Schon probiert? Jetzt das deutsche Team über rechts. Flanke und nein, vorbei. Vorbei. Das ist hier nicht einfach. Schatz, bringst du mir noch ein Bier? Aber es bleibt noch genügend Zeit, um hier den entscheidenden Treffer zu landen. Um dann das. Hallo? Fernsehen wie zu Hause. Ja. Unterwegs und kostenlos. Ja. Das neue TV-Handy LG HB620T mit DVB-T-Empfang. LG, life's good. Okay. Hallöchen Leute, es geht hier weiter bei Neu mit dem Eurovision Song Contest Gewinner 2008 aus Russland. Jawohl, Dima Bilan ist jetzt bei uns mit Believe und der Song wurde produziert von Timbaland. Das heißt, natürlich ist ja klar, dass das Ding gewinnt. Ne? Wäre ja auch komisch, wenn irgendwas aus Timbaland antatscht, nicht zu Erfolg und zu Gold wird. Und das ist ja wirklich klar gewesen schon. Aber es wurde auch haushoch vor den anderen Leuten gewählt. Und ich möchte hier nicht nochmal sagen, wo die No Angels gelandet sind dieses Jahr. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Aber egal, es geht jetzt hier um Dima Bilan. Der hat ein Video gemacht, wirklich, das ist sehr, sehr nett anzuschauen. Aber der macht auch nebenbei noch andere Sachen, die sind auch sehr nett anzuschauen. Vor ein paar Tagen ist dann nämlich was sehr, wie soll ich sagen, Interessantes so ans Tageslicht gekommen. Der Dima Bilan, nicht angezogen, wie man ihn so von der Bühne kennt, so mit weißen, engen Klamotten. Nein, ganz ohne Klamotten. Ja, nackig, aber wirklich nackig. Ne? Und man konnte alles sehen, da war nichts gepixelt. Wenn ihr wisst, was ich meine, also gar nichts gepixelt. Man konnte genau sehen, was man an dem Dima Bilan hat. Und dann gab es noch so ein paar Kussszenen in so schwulen Videos. Also ganz, ganz verrückte Geschichte. Also der junge Mann, der verdient sich auf jeden Fall noch so ein paar kleine Rubel nebenbei. Aber hier ist er erstmal mit seinem Gewinnersong Believe. Bitteschön, Dima Bilan.
Ja, Leute, jetzt müsst ihr euch hinsetzen, falls ihr nicht sitzt, und am besten aufstehen, falls ihr schon sitzt. Jetzt kommt nämlich der kleine Hai featuring Alle Mühl. Der Song heißt auch Kleiner Hai und ich sag nur 5 Millionen. Ja, lasst euch diese Zahl mal auf der Zunge zergehen, denn 5 Millionen Mal wurde die Alle Mühl im Internet angeklickt. Und das ist ja klar, dass wenn man so oft im Internet bewundert wurde, dass man auch bei Viva landet. Der Song kommt sehr, sehr gut bei euch an und jetzt gibt's ein richtiges Musikvideo dazu. Und da kann man auch die Alle Mühl sehen. Sie sitzt da auf einem recht schicken Sofa, also so einem kleinen Ding, und dann macht sie halt so lustige Bewegungen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Mix aus Waldorf-Schullehrerin und so Buchhändlerin. Aber das ist ja schied egal. Trotzdem wird sie jetzt zum Popstar und ist jetzt hier bei Viva. Bitteschön. Und nun kommt das letzte Video des Tages, und zwar von Nio, heißt Closer. Und eigentlich erzähle ich ja immer ganz viel über das Video, wie es aussieht und was der Musiker uns damit sagen will und bla bla, Schnief und Schnurz. Ich weiß ja ganz genau, dass ihr eigentlich nur das Video gucken wollt. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Ich sag Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Also Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Verarsche deine Freunde jetzt mit der Fun-Applikation Partner-Tracker und viel mehr im Jamba Softstar-Abo. Gib die Telefonnummer deines Freundes ein und die Software zeigt dir, wo er ist. Sende einfach Suche 13 als SMS an 5x3. Aber Schatz, ich würde doch nie im Leben fremdgehen. Lass dich nicht mehr verarschen. Der Lügentest erkennt an der Stimme deines Schatzes sofort, ob er lügt oder nicht. Schicke L9 an die 40800 und hol dir den Lügentest. Und das geht hey. Hol dir jetzt den brandneuen Song Augen auf von Sido hier im Jamba Top Star Abo. Sende A65 für den Klingelton oder A66 für den Videoklingelton. An 5x3. Aber Schatz, ich würde doch nie im Leben fremdgehen. Lass dich nicht mehr verarschen. Der Lügentest erkennt an der Stimme deines Schatzes sofort, ob er lügt oder nicht. Schicke L9 an die 40800 und hol dir den Lügentest. Jetzt gibt's eine neue Sendung, vollgepackt mit Balladen und lustigen Trash-Videos. Also unbedingt gucken, jetzt mit mir. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich sag nur neu, neuer, am neuesten. Ihr seid bei Neu angekommen. Hier bekommt ihr natürlich immer jede Woche die allertollsten, neuesten und ich sag auch mal interessantesten Clips, weil heute ist das eine Sendung, Leute, das geht auf keine Kuhhaut. Das müsst ihr unbedingt gucken. Mit dabei ist nämlich der Enrique Iglesias, dann der Eurovision Song Contest Gewinner Dima Bilan heißt er. Und Nio ist auch mit dabei, noch viele, viele, viele mehr. Aber los geht's erstmal mit unser aller Schnuckel Elton. Elton ist ja wirklich ein richtiger Fusi-Fan. Sein Song zur Fußball-EM heißt Allemann. Und ich weiß, dass er bekennender St. Pauli-Fan ist. Und da gibt er auch wirklich Vollgas, so mit Heulen und Schreien und alles, was dazugehört. Und natürlich ist er auch bei der EM mit Herzblut dabei. Und der Elton hat sich dann zur Feier der EM gesagt, Mensch, komm, Leute, ich hau mein ganzes Erspartes fürs Video auf den Kopf. Und dann hat er seine 4,99 zusammengekratzt und hat das Video gebastelt. So sieht's auch aus, aber das ist gar nicht so schlimm, denn es macht Spaß zu gucken. Viel Spaß mit Elton. Na, dann machen wir doch mal weiter mit James Blunt und Carry You Home. So heißt sein neuestes Musikvideo und sein neuestes Liedchen. Und der James Blunt ist ja wirklich so ein Schmusekätzchen. Ne? Ich glaube, der hat auch zu Hause irgendwie Katzenstreu stehen und benutzt ab und zu mal so Whiskas zwischendurch und schläft auch in einem Katzenbaum. Aber wenn es dann wirklich so um dramatische Geschichten geht, um ganz, ganz traurige Videos, dann ist er natürlich auch der erste Held, der es wirklich ganz toll rüberbringt. Er war ja selber früher Soldat, hat dann irgendwann seinen Job an den Nagel gehängt und hat jetzt in dem Video so eine Kriegsgeschichte verarbeitet. Vielleicht auch irgendwas, was er selber mal erlebt hat. Aber da gucken wir jetzt rein. Das macht er wirklich also top. So, liebe Mädels, falls ihr noch nicht verliebt seid, dann wird das nach diesem Video alles ganz anders aussehen. Da bin ich mir ganz sicher. Der Alexander Markus steht jetzt hier auf der Matte und hat einen Song uns dargeboten, der Spielsatz und Sieg heißt. Und es ist so ein Typ, ja, wie soll ich den beschreiben? Ist wirklich schwer zu beschreiben. Also es ist ein interessanter Typ, würde ich sagen. Er ist auf jeden Fall hier mit seinem Video, weil er im Internet sehr oft angeklickt wurde. Das soll keine Entschuldigung fürs Video sein oder so, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Wir überlegen uns das gut, was wir hier zeigen. Und das ist auch wirklich ein verrücktes Video. Auf jeden Fall
Fall hat er eine ganz merkwürdige Frisur, der junge Mann. Der hat so normal lange Haare, aber hinten so ein blondes kleines Schwänzchen, was immer so rausguckt. Sieht so aus wie bei einem Manta-Fahrzeug, wenn man da so einen Fuchsschwanz dran hängt. Das hat er hinten am Kopf. Und dann will er irgendwie so einen Kaffee oder sowas trinken und verbrennt sich dann ganz doll die Finger, so dass er komplett ausrastet. So der Inhalt der ganzen Geschichte ist mir noch nicht so richtig klar. Ich gucke das Video am besten mit euch noch mal zusammen. Bitteschön. Gibt's hier neues bewegtes Bildmaterial von Mia Calcagandela und Madonna und noch ein paar anderen. Jetzt bei Neu. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Neu. Und das heißt natürlich, hier gibt es das Neueste und Beste, was die Musikindustrie in Form von bunten Bildern zu bieten hat. Unter anderem heute von Calcagandela und Madonna. Und wir fangen an mit Mia. Und Mia, die sind ja jetzt schon ein Weilchen im Musikbusiness dabei. Das heißt, die haben richtig viel Asche gemacht. Denkt ja jeder, ne? Und deswegen wird im nächsten Video so richtig aufgeschäppt, weil alles macht bling bling. Alles ist schön groß und leuchtet und ist so silber. Und so im Mia-Style halt mit Sternchen und Raketen und was die halt sonst immer so machen. Und ein Novum gibt's auch. Eine noch nie dagewesene Sache, die man jetzt tun kann. Man kann mit Mia im Video tanzen. Ihr müsst dazu eigentlich nur den Fernseher in die Hand nehmen und euch drehen. Guckt mal selber. Hier, Mia, mein Freund. Weiter geht's nun an dieser Stelle hier bei Neu mit dem Thema, was uns natürlich allen schon mal Kopfzerbrechen bereitet hat. Die Liebe. Weil die Liebe ist ja wie ein Spiel, eine große Stadt, in der man sich nicht zurechtfindet, immer rechts guckt, links guckt und am Ende nicht weiß, wo man eigentlich hin soll. Und dann hört man auf sein Herz und merkt, dass da eigentlich zwei Herzen sind. Und dann ist alles futsch. Dann weiß man gar nicht mehr, wohin es gehen soll. Oder vielleicht doch. Guckt mal im nächsten Video. Klee mit zwei Herzen. Weiter geht's jetzt hier natürlich an dieser Stelle mit dem nächsten neuen Clip und der kommt von Calcagandela. Und von denen sind wir es ja gewöhnt, dass die eigentlich sonst immer so ein bisschen mehr Partybeats machen. Nämlich einmal Hammer, dann ADJ und wir erinnern uns noch alle, Chica. Jetzt kommen sie so ein bisschen, ja sag ich mal, ruhiger um die Ecke mit einem besonderen Tag. So heißt nämlich der Song und besonders vor allem deswegen, weil wir im Song eben Calcagandela live auf der Bühne sehen. Und das ist für die Jungs natürlich immer besonders, wenn sie live auf der Bühne stehen dürfen. Und das passt natürlich auch zu dem Album, was bald rauskommt, nämlich Calcagandela live. Hier, ein besonderer Tag. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Danach gibt es natürlich hier die nächsten neuen Clips von Rapsoul und Madonna. Bis gleich. Willkommen zurück an dieser Stelle, hier wieder bei Neu und wir machen weiter mit Rapsoul und somit mit den Gegensätzlichkeiten in Person. Nicht die Jungs, sondern das nächste Video, weil auf der einen Seite sehen wir Fans, die sich die Seele aus dem Leib schreien und einfach erfreut darüber sind, dass die drei Jungs auf der Bühne stehen. Auf der anderen Seite sehen wir die drei Jungs, schwarz, in einem Raum, angezogen, man sieht eigentlich nur das Gesicht und vor ihnen 12 große Kerzen und 10 kleine Kerzen, damit man das auch mal erwähnt hat. Dann wieder im nächsten Moment die Fans und dann wieder Rapsoul. Stempf. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Clip für heute bei Neu und der kommt von Madonna. Ja, und die bringt ihre Nachfolgesingle zu 4 Minutes raus. Und 4 Minutes, wissen wir alle, hat ja Timbaland produziert, einer der Megaproduzenten der heutigen Zeit. Und die nächste Single, Give It To Me, hat wer gemacht? Auch ein Megaproduzent, nämlich Pharrell Williams. Und was braucht man im Video, wenn man die beiden hat? Nicht viel. Pharrell, der ist ja eh bunt gekleidet, hüpft irgendwie rum und macht. Und Madonna, der gibt mal eine Stange in einem Tanzübungsraum und einen Spiegel. Dann kann die nämlich mal sehen, wie die mit 50 aussieht. Nämlich super. Also mit fast 50. Ihr könnt das jetzt auch sehen. Madonna, Knaller. Hier, give it to me. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal bei Neu. Viva nur mit dir. Ja, hallo ihr Lieben, es geht hier weiter mit Neu und die nächste Band, die jetzt vor der Tür wartet mit dem neuesten Video, ist Monrose und Strike the Match, so heißt der Titel dieses Songs. Und das Video ist wirklich cool, weil am Anfang kann man die Mädels sehen, wie sie so durchs Bild laufen, ganz in weiß und im Hintergrund spielt sich so ein Comic ab. Also sie sind aber echt, aber im Hintergrund ist alles so gemalt und gezeichnet, also sieht wirklich schick aus. Dann kann man die Hühners auch beobachten beim Dancen, also so richtige Party-Girls, die haben eine riesengroße Clique und sind am Feiern. Also ich glaube, wenn man Monrose mal im Club trifft, dann muss man auf jeden Fall mit ihnen eine Runde absteppen. Und dann, was ganz gefährlich ist, ne? Uiuiuiui, dann haben die Mädels irgendwann so Streichholz in der Hand und legen auf einmal ein Feuer.
Ja, nicht nur hübsch, auch noch gefährlich. Und hier ist das schöne Video dazu. Und nun habe ich eine ganz abgefahrene Kombination für euch, nämlich Busta Rhymes featuring Linkin Park und We Made It. Und das Video sieht wirklich so aus, als hätte es Linkin Park gemacht, weil von den Jungs ist man ja so ein bisschen düsteres Videomaterial gewohnt. Und diesmal ist es auch so ähnlich wie die anderen Videos, so in so einem grünen Ton. Auf jeden Fall werdet ihr das gleich sehen und denken, ach, das meint sie mit dem grünen Ton. Also so ein bisschen dunkel, aber nicht ganz dunkel. Also nicht schwarz-weiß, aber auch nicht bunt. So ein Mittelding auf jeden Fall. Und natürlich ganz besonders, der Busta Rhymes ist mit am Start. Und da habe ich mich gefragt, na, wo haben die sich denn überhaupt getroffen, vielleicht so eine Maniküre, ne? Kann ja sein, oder im Hundefriseursalon, man weiß das nicht so genau, aber auf jeden Fall sind sie jetzt zusammen hier und machen Musik. Wow, jetzt gibt's Kylie Minogue und so heißt übrigens auch der Song, der heißt wirklich Wow und das ist auch das Erste, was einem in den Kopf schießt, wenn man diese Frau sieht, weil sie ist jetzt 40 Jahre alt geworden diese Woche und sieht wirklich noch knackfrisch aus, eigentlich würde ich sagen scharf wie eine kleine Rasierklinge und das Video ist wirklich sehr, sehr bunt, quietschig, 80er Jahre mäßig und sie trägt einen Bobschnitt, ne? Ihr wisst schon, diese merkwürdig, lustig, akkurat geschnittene Frisur in Platinblond und ich habe überlegt, wo kommt eigentlich dieser Name Bobschnitt her, ne? Wahrscheinlich, und da bin ich mir zu 98% sicher, gab es mal einen Friseur, der Bob hieß und der hat dann diesen Schnitt erfunden vor vielen, vielen Jahren, hat dann gesagt, ha, so, das heißt jetzt Bobschnitt. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt Kylie mit Bobschnitt, aber sehr, sehr sexy. So Leute, jetzt gibt es eine kleine Kaffeepause und danach geht's hier weiter mit der Mariah Carey. Bis gleich.